Moin moin und herzlich willkommen zu meinem Tradefinder Update. Ja, es hat sich einiges getan. Ich habe aber den Ordner mal wieder aufgefüllt mit Karten aus diesen einzelnen Folien. Und außerdem hatte ich auch ein neues Display. Und ja, das zeige ich euch jetzt, was ich alles habe. Wer tauschen möchte, bitte nur über Skype. Wenn ihr mich nicht in Skype habt, dann schickt mir euren Skype-Addy bitte. Oder ja, per PN. Oder in die Videobeschreibung. PN-Funktion gibt es immer noch. Ihr müsst nur auf Diskussion? Nein. Kanalinfo gehen auf meinem Kanal und da steht dann Nachricht schicken. So, das könnt ihr machen, um mir eine Nachricht zu senden und da könnt ihr mir dann euren Skype-Namen schicken. Oder ihr macht es in die Kommentare, dann add ich euch. So. Des Weiteren, wer meint, mich veräppeln zu können, wird geblockt. Wenn wir einen Trade ausmachen und ihr meldet euch dann gar nicht mehr, werdet ihr auch direkt geblockt, denn das ist für mich Kindergartenverhalten und wir sind hier so weit eigentlich, dass wir das auch vernünftig machen können. So. Zwei Leute habe ich in der letzten Woche blocken müssen. Der eine hat sich nämlich gar nicht mehr gemeldet, auch nicht auf Rückmeldung. Und der ist auch in Skype online gewesen. So. Und ein anderer hatte am 21. Juli mit mir einen Trade ausgemacht. Und der hat dann vorgestern oder so geschrieben, dass er jetzt die Karten losschickt, am 1. August. Und da habe ich dann gesagt, ey, sorry, aber verarschen kann ich mich alleine. Erstmal die ganze Zeit warten und warten und warten und dann kommt nichts. Ach ja, egal. So, ihr kennt die Regeln, seid fair, seid ehrlich und lasst uns schöne Trades haben. So, meine Wants werden am Ende des Videos aufgelistet. Ich suche nur die, keine anderen und ich besitze auch nur die Karten, die ich in diesem Video zeige. Und die zeige ich euch jetzt. So, beginnen wir mit dem Tradebinder. Müsste für euch eigentlich alles gut zu sehen sein. Slifer ist limitierte Auflage aus LC01. Aber nee, gar nicht. Doch, ist aus dem, aber Slifer steht nicht zum Tausch, denn ich habe eine ziemlich starke Verbindung mit dieser Karte. Meine Lieblingsgottheit und den gebe ich echt ungern weg. So. Und nein, ich möchte dafür jetzt nicht 15.000 Karten von euch haben oder euch abzocken oder sonst irgendwas. Die Karte ist einfach untauschbar für mich. So. Hier irgendwelche, ja, teuflische Kette ist hier ein Neuzugang zum Beispiel. So, Max C in Secret Rare. So, Max C kommt bei mir noch wahrscheinlich ins Side-Deck, habe ich mir überlegt. Für den Fall das halt und so, ne? So, Beschwörermönch in, wie heißt das nochmal hier? Gold. Ja, in Gold ist das. Ich suche den noch in Ultra, kommen wir aber nachher zu. BLS steht doch noch weiter zum Tausch. Ich hatte, das war nämlich der Trade, der sich nicht mehr gemeldet hatte. Tut mir leid für den, der den dann haben wollte, weil das tut mir immer leid für die Leute, die... Möbius, Mega Möbius in Ghost. Das tut mir leid für die Leute, die gerne Karten haben wollen, die aber auch reserviert sind. Denn solange die solange ich auf einen Trade warte und da passiert nichts, können die anderen die halt nicht kriegen. Und wenn dann auf einmal kommt, ich melde mich einfach nicht mehr und bla 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 bla, dann haben die anderen Pech gehabt nach dem Motto und müssen dann noch länger warten oder brauchen die dann schon gar nicht mehr. Schwarze Magelmädchen gebe ich auch nur ungern ab. Auch wieder so eine, ich mag die Karte so gern. Der ist in Französisch. Französisch, hier haben wir hier diese Pendulum-Viecher. Zwei Stück. So. Krebons sind super. Super Trooper. So. Ja, der Brief, das ist noch einer auf der, da warte ich noch auf eine Karte, die von eBay kommt. Und dann muss ich den, oh shit, jetzt bin ich gegen den Tisch gestoßen. Ja, normalerweise wackelt meine Cam nämlich nicht. Die wackelt immer nur, weil ich zu blöd bin, da mal nicht gegenzuschlagen. So, jetzt kommen wir zu den Folien, die ich noch habe. Die man jetzt sehr toll sehen kann gerade, wie ich sehe. Moment, schieben wir ein bisschen rüber. So. Und bitte direkt einen Daumen runter geben für dieses Video. Besonders der, der mir ständig Daumen runter gibt. Ich finde das immer witzig. Kaum ist ein Yu-Gi-Oh! Video oben, wird direkt einen Daumen runter gegeben. Vor allem, warum gibt man für einen... Tradebinder-Update, einen Daumen runter. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wer Ahnung hat, warum man dafür einen Daumen runter gibt, bitte mal in die Videobeschreibung, in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt mal interessieren. Warum gibt man einen Daumen runter? Also für sowas meine ich zum Beispiel. Ich könnte es ja verstehen, wenn ein Video jetzt total Schrott wäre oder keine Ahnung. Aber egal. Egal, egal, egal. Ich will mich da gar nicht drüber aufregen. Das ist nur Kummer, der nichts bringt. So, einmal umklappen, bitte.
Bauzug haben wir da auch noch. Ein Ghost Trick Jack Frost. Hier noch ein bisschen Crystal-Sachen und artige Auslöschung. Und hier, die hier stehen alle nicht zum... Oh Gott, was ist hier denn passiert? Warum ist die denn so umgeknickt? Oh nee, das war mein Junge. Also mein Sohnemann war nämlich in meinem Schrank, an meinem kleinen Kartenschrank, hat sich da die Folien rausgeholt und da ist das wohl bald passiert. Entschuldige, aber das ist hier alles Ghost-Trick-Sachen, die mir ein Zuschauer, ein Abonnent in Gold gemacht hat, also ein bisschen mit einem Goldstift angemalt, voll cool. So, und jetzt haben wir hier noch ein paar Karten, die ich noch zur Verfügung habe. So, mit der neuen Seltenheitsklasse aus dem neuen Booster hier, die ist ja auch immer sehr begehrt, und diese neue Seltenheitsklasse. Da meinte einer in den Kommentaren, dass diese neuen Seltenheitsklassen immer mehr aussehen, als ob die Karten gefälscht wären. Hat er natürlich recht, weil das sehr, sehr komisch aussieht, stellenweise. Ich meine, die funkeln so schön, aber trotzdem könnte man da echt denken, dass sie gefaked sind. Ja, das Display hat mir leider nichts gebracht. Egal. Muss ja mal passieren, ne? Muss ja mal. Aber sowas Battle Pack brauche ich mir eigentlich gar nicht holen, weil ich hatte immer mehr Glück in anderen Dingern. Zum Beispiel Legend of Dragons of Legend oder wie das hieß. Das war cool. Das habe ich gerne ausgepackt, das Booster. War geil. So, und dann haben wir es ja auch geschafft und dann kommen wir zu meinen Wants. Und dann, ja, freue mich auf die Trades diese Woche mit euch. Geh weg da. Eine Spinne. Oh mein Gott. So, das sind alle Karten, die ich jetzt im Moment besitze. Und ja, wir sehen uns gleich im Fenster bei meinen Wants. Bis gleich. So Leute, damit wären wir auch in dem Auswahlfenster von meinen Wands. Ich suche noch Spieldrache der Harpien. Harpien Queen habe ich noch nicht bekommen. Ich warte noch auf die. Aber einmal brauche ich die so oder so nochmal. Also eigentlich brauche ich die dreimal. Einmal brauche ich sie auf jeden Fall noch. Und zwei Stück sind im Moment noch im Trade. Da warte ich drauf. Der will die jetzt morgen losschicken. Also am Montag, den 4. Ich hoffe, er macht das auch. Und ja, dann brauche ich zwei Harpien Kanalisiererin, eine Harpien Tänzerin. Einen Wiedergeburtsgolem. So, das sind meine Hauptbonds und außerdem gehört zu meinen Hauptbonds die XYZ-Viecher hier. Nummer 11, Nummer 101, lautlose Ehre Ark, dreimal der Wolf, zweimal Chidori. Ja, zweimal Chidori noch. Zweimal Lavavel Chain, also Lavavel Kette. Der Cowboy, den könnte ich nochmal gebrauchen. Zweimal, wer ist der Macker hier noch? Alucard steht da ja sogar. Dann brauche ich betäubende Magierin. Dreimal den Phantomungeheuer Dracosack. Ich weiß, dass hier die Wands. Komme ich gleich zu. Gaia Drache, der Donnerangreifer. Dann zweimal Edelsteinritter. Einmal der Phantomfalter Agent. Einmal habe ich den ja schon gekriegt. Einmal noch das schwarze Schiff. Und zweimal Daigustu Emerald. Also ich weiß, dass hier viele bei sind, die sau viel wert sind. Und ich habe die hier reingepackt, weil es immer mal jemand geben kann, der die auch zum Tausch da hat. Und dann kann man sich auch irgendwie einigen, wenn es jetzt ein bisschen Geld ist, plus Karten, das kann man alles regeln. Ich mache die nicht rein, um irgendwelche Kinder zu suchen von euch, um die dann zu verarschen. Hier, ich gebe euch jetzt ganz billige Karten und ich kriege dafür eure besten, sondern ich will schon ernsthafte Trades machen. So. Okay, dann kommen wir hier wieder zu. Ab dem bewaffneten Drachen brauche ich alles in der seltensten Stufe. Naja, seltenste Stufe nicht unbedingt. Auf jeden Fall, den brauche ich in Secret. Es sei denn, den gibt es in Ultra. Weil wenn es den in Ultra gibt, möchte ich den Ultra haben. Ansonsten in Secret. Möbius, Kaius und Reiser brauche ich alle drei in Ultimate. Dann brauche ich den hier in... Ja, den gibt es in Rare und in Mosaic Rare. Black Rare und so ein Kram. Aber ich hätte den schon gerne in Super, Ultra, Secret, Ultimate Rare. Wenn es den da drin gibt. Ah, Thunder King Raiu kann weg. Den habe ich jetzt schon in Secret einmal gekriegt. Dann suche ich noch einen Beschwörermönch in Ultra Rare. Dreimal Kartenauto D. In Secret. Max C suche ich nochmal. Zweimal den Baumfrosch in Ultimate. Topf der Gegensätzlichkeit in Ultra oder Secret. Und dreimal mystischen Raumtaifun in Ultra Rare. Und heimtückische Fallgrube in Secret Rare. So, ich habe euch jetzt gesagt, welche Seitennetzklasse ich suche. So, nicht, dass nachher Fragen kommen, ja, ich habe hier noch einen Baumfrosch für dich und dabei ist eigentlich nur ein Rare-Baumfrosch gemeint, weil ich habe jetzt wirklich gesagt, welche Karten ich in welcher Seltenheitsstufe suche. So, bei denen hier oben ist das egal, von Spieldrache der Harpien bis zu den Revival-Golem, aber den anderen halt nicht. So,
Außerdem suche ich noch die Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! 5Ds, Dingsbums hier. Dual Disc, eine habe ich ja schon, aber ich suche trotzdem noch welche, weil die ja nicht ganz so in Ordnung ist. Und was suche ich sonst noch? Ja, sonst nichts Besonderes. Wenn ihr irgendwas von meinen Karten braucht, können wir uns trotzdem bestimmt irgendwie einigen. Ich nehme natürlich zum Hauptteil nur meine Wands, aber wenn ihr irgendwas habt, was man vielleicht dann nochmal weiter vertauschen könnte oder vielleicht dann, was ich für jemand anderen besorgen könnte, dann könnte man das ja auch noch so machen. So, okay. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder, wenn es heißt. Trade Binder Update. Haus rein, schau rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.